Hallo Leute, heute geht es wieder mal mit Lost Horizon weiter. Ihr werdet euch sicher denken, ja, Tiny Quest, gab's das nicht auch mal bei dir als Let's Play oder so? Ja, das gab's bei mir. Aber ich habe es in letzter Zeit schon zweimal ungefähr eine halbe bis eine Stunde probiert, wieder neue Teile aufzunehmen, aber der speicherte die Videos nicht ab. Frap speicherte die Videos einfach nicht ab. Deswegen habe ich jetzt... Ist es mir jetzt zu blöd geworden? Ich werde natürlich irgendwann mal weiterspielen, aber jetzt kommt erstmal wieder was Neues von Lost Horizon, okay Leute? Ihr werdet es verstehen, hoffe ich. Hat mich ziemlich geärgert. So, unser aktuellster Speicher war hier. Lost Horizon. Unser Auftrag, glaube ich, war, solche Karten von Tibet oder ähnliche Regionen halt zu finden. Und ich glaube, wir mussten unseren Gas hier fragen, ob er das weiß. Hey Gas, hör mal, wir müssen für die nächste Zeit sämtliche Aufträge stornieren. Was ist denn los, Boss? Hast du irgendwelchen Ärger? Kann man so sagen. Ich muss so schnell wie möglich nach Tibet. Tibet? Was willst du denn in Tibet? Nimm's nicht persönlich, aber das kann ich dir nicht sagen. Eigentlich dürftest du nicht mal wissen, dass ich nach Tibet fliege. Na, wenn's mich sowieso nichts angeht, kann ich ja auch weiterarbeiten. Ich hab doch gesagt, dass es nichts Persönliches ist. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich brauche Landkarten von Tibet. Ich weiß, der größte Teil des Landes ist immer noch unerforscht, aber es muss doch halbwegs detaillierte und verlässliche Aufzeichnungen geben. Kennst du vielleicht jemanden, der eine Route nach Tibet fliegt und sich dort auskennt? Die meisten Piloten hier sind eher im Süden unterwegs. Aber was ist mit unserem guten alten Wang? Ja, stimmt. Er hat mal sowas erwähnt. Erwähnt? Er hat uns doch ständig von seiner Expedition nach Tibet erzählt. Und auch, dass er eine Menge Karten selbst angefertigt hat. Ich weiß. Aber fällt dir sonst niemand ein? Ja, klar. Ich kenne hunderte Leute, die Karten von Tibet zu Hause rumliegen haben. Was stellst du dich denn so an? Etwa immer noch wegen dieser alten Geschichte zwischen euch? Ich weiß ja nicht, worum es damals ging und warum Yen von heute auf morgen hier aufgehört hat. Mir sagt ja keiner was. Aber wenn dein Auftrag so wichtig ist, wirst du wohl mit ihm reden müssen. Okay, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Genau. Habt ihr euch seitdem den Nimir getroffen? Nein. Und seine kleine Nichte, wie hieß sie gleich? Kim. Ja, Kim. Mit der hast du auch keinen Kontakt mehr? Nein. Warum sollte ich? Ich dachte ja nur... Früher bist du bei ihnen ein- und ausgegangen, als gehörtest du zur Familie. Und außerdem war die Kleine doch ganz dein Fall, oder? Blödsinn. Was die beiden wohl machen? Hast du sie mal wieder gesehen? Naja, ich hab Wuang mal im Club getroffen. Und wir haben über die alten Zeiten gequatscht. Ich glaube, er vermisst die Fliegerei ein bisschen. Hat ihm Spaß gemacht. Aber zugeben würde er das nie. Er hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt. Und wohnt er immer noch in dem alten Haus in der Victoria Road? Er ist umgezogen, aber frag mich nicht, wohin. Er ist nicht erwähnt und ich habe nicht gefragt. Toll. Und wie soll ich ihn dann finden? Vielleicht kann Shen in der Bar dir weiterhelfen. Der weiß doch alles über seine Gäste. Ah, gute Idee, danke. Ich werde mal bei ihm reinschauen. Das war erstmal alles, Gas. Bis später. Bis dann, Boss. Ja, ich habe Untergebene, aber erledige trotzdem Aufträge für die Mafia oder so in der Art. Genau, das ist Fenton's Art. Ich bin Fenton. So, ich glaube, wir müssen wieder in die Bar. Was auch so klug ist, da wir ja damals dort von diesem... Wer weiß, wozu das mal gut sein wird. ...Typen... ...in den See geworfen wurden. Die der See schon gefüllt, falls sie wieder mal vorbeikommen. Dass wir noch leben. Aber ich untersuche zuerst mal. Von dem Gerümpel in den Spinden ist nichts mehr zu gebrauchen. Außerdem sind die Türen inzwischen wahrscheinlich schon zugerostet. Okay, ich geh nochmal baden. Wie damals, als dieser komische Typ da war. Oh, er tut's wirklich. Oder doch nicht. Uhu. Komm raus. Boot, boot, boot. Ich glaube auf dem Klo. Aha. Oh, Moment.
Ja, toll. Geh wieder rein. Oh. Wir sind mächtig. Wir können sogar kontrollieren, wenn er aufs Klo gehen muss. Hier benutze ich ihn sowieso fast nie. Okay, was gibt's noch? Hängematte werden wir wohl nicht mitnehmen können. Was hast du safe? Vielleicht schauen wir später. Radio! Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Klingt gar nicht so schlecht. Hast du ein Kurzzeitgedächtnis? Da sind nur Frachtunterlagen und alte Dokumente drin. Das hilft mir im Moment nicht weiter. Ihr wisst doch noch, wo das ist, oder? Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr, keine Ahnung. Dann könnt ihr die Gewissheit gewinnen, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt, dass ihr noch wisst, woher er ist, Hawk. Genau. Also, irgendwann reicht's auch. Ich find's eigentlich nicht so schlecht. Das Lied. So, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Sehen wir wieder in diese merkwürdige Bar. In Hongkong! Hanyong! Okay. Gouverneurspalast, Flughafen, Nachtclubhafen. Nachtclub! Das erste, nachdem. Was wir. Na gut. Das erste, was wir machen, nachdem wir von unserem Daddy einen Nachtclub bekommen haben. Eine weitere Begegnung mit der Triade würde ich mir gerne ersparen. Ich schau mal besser nach vorn, ob die Luft rein ist. Genau das habe ich vorerst gemeint. Aber nein, ich gehe da rein, denn du bist der Einzige mit der Karte, lalala. Oder der White, oh. Wie ich es mir gedacht habe. Lassen wir uns nochmal in den Ding, in den Haken. Ich glaube nicht, dass wir unsere Differenzen friedlich ausdiskutieren können. Ach, was? Probier's mal. Oder schenk ihnen einen Wecker. Wecker macht alles wieder gut. Okay. Tong und seine Männer stehen vor dem Club rum. Es besteht also durchaus eine gewisse Chance, dass die Luft im Club rein ist. Ich sollte die Gelegenheit also nutzen, um Shen nach Yan Wangs aktueller Adresse zu fragen. Wenn du meinst. Was, wenn sie reinstürmen? Hallo, Herr Barkeeper. Hallo, Shen. Ich dachte schon, die haben dich erwischt. Haben sie auch. Und mich dann doch tatsächlich sogar im Hafenbecken versenkt. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Ich weiß. Und trotzdem steht dein bester Kunde im besten Zustand wieder vor dir. Du legst es wohl drauf an. Die behalten immer noch den Eingang im Auge. Hab's bemerkt. Ich musste trotzdem unbedingt herkommen, denn ich brauche deine Hilfe, Shen. Dann schieß mal los. Haben die übernachtet? Ich war doch auch bei meinem Daddy. Unser Zeug, das muss doch länger gedauert haben, oder nicht? Erinnerst du dich zufällig an den alten Wang, der mal für mich gearbeitet hat? Yan Wang? Na klar erinnere ich mich an ihn. Er ist angeblich umgezogen. Weißt du, wo er jetzt wohnt? Nein, keine Ahnung. Tut mir leid. Das kann doch nicht wahr sein. Jeder kennt Wang, aber keiner weiß, wo er zu finden ist. Warte mal, vielleicht hast du Glück und Nian Xu kann dir weiterhelfen. Er ist ein bisschen seltsam und nicht mehr der Jüngste. Aber angeblich kennt er halb Hongkong. Und wo finde ich diesen Nian Xu? Er sitzt an dem Tisch da drüben und trinkt Reiswein. Okay, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Bis später, Shen. Ja, viel Glück. Hallo, Nian Du. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Was gibt es denn, junger Freund? Ich will Reis. Ah, Moment mal. Du bist doch dieser Pilot. Paddock. 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 Fenton Paddock. Ah, sag ich doch. Dann stimmt also, was der Barkeeper sagt. Sie kennen halb Hongkong? So, sagt er das? Kann schon sein. Ich suche einen Bekannten, der bis vor 2 Jahren hier in diesem Viertel gewohnt hat. Er heißt Yan Wang. Leider haben wir uns aus den Augen verloren. Und jetzt brauche ich dringend seine Hilfe. Haben Sie schon mal von ihm gehört? Oder wissen Sie vielleicht sogar, wo ich ihn jetzt finden kann? Wie war gleich sein Name? Wang, Yan Wang. Wang? Wang.
Ja, Jungchen, mit Namen habe ich es leider nicht mehr so. Er wohnte hier im Viertel, sagst du? Ja, bis vor 2 Jahren. Er war Kartograf. Ein Kartograf? Ich bin mir nicht sicher. Schade, ich hätte gehofft. Langsam, langsam. Namen sind was für Grabsteine. Aber ein Gesicht vergesse ich nie. Wie sieht er denn aus? Hast du vielleicht ein Bild von ihm? Zeig mir ein Bild und ich sag dir, was du wissen willst. Ein Bild? Gut, warten Sie hier auf mich. Ich bin gleich zurück. In meinem Büro müsste ich irgendwo noch ein Foto von Yen Wang haben. Genau, das auf der Wand, was ich zuerst auch schon nehmen würde. Deswegen mache ich hier jetzt auch kurz einen Cut und bis zum nächsten Teil von Lost Horizon.